Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Witcher 3. Wir sind unterwegs im Anwesen der von Everex. Kehr um. Und die gute Iris klingt so, als ob sie uns warnen möchte. Das kennt man ja von Geistern. Ja, warnen. Ja, kehr um oder drohen. Das ist ja so, ja, so beides so ein bisschen. Oh, gedeckt. Ordentlich und alles sauber. Es kann serviert werden. Der Pedell muss den Tisch noch decken. Nee, macht er nicht. Der ist ja nur Gärtner. Ja. Ja, manchmal... Vielleicht hat die noch einen zweiten. Die sehen das hier nicht so eng mit dem Chef-Angestellten-Verhältnis. Da ist man auch an einem Tisch. Das sind eher flachere Hierarchien hier. Ja. Naja, eine Freundschaft, wo man dann... Mein Freund, der Pedell. So, da kommen wir nicht lang. Dann gehen wir in der Mitte hoch. So wie es die gepunktete Linie befiehlt. Ach, so hübsch. Dass ich hier keinen Investor finde, na ja. Gut, mit dem Geist. Ja. Aber, Hexer? So, jetzt sagen Sie, mein lieber Herr Makler, warum ist dieses Anwesen so günstig? Soll ich hier nicht aufhalten? Ja, gelegentlich hat man mit leichten Pettel-Unannehmlichkeiten Garten zu rechnen. Was haben wir denn hier? Die sieht aber noch ganz frisch aus. Alle glücklichen Familien gleichen einander. Jede unglückliche Familie ist auf ihre eigene Weise unglücklich. Weise Worte, Geralt. Brandschaden. Interessant. Ja. Den brauchen wir nicht. Treppenhaus. Ah, ist das hell. Ziemlich hell, blind. Ja. Oh, das Bett sieht aber ein bisschen modrig aus. Na, das brauchst hier kein Mückenschutznest, ja, weil du hier ein paar Spinnweben hast. Die natürlichen Mückenfänger. Ich tausche gerne Mückenstiche gegen Spinnen, die an einem rumkrabbeln. Ja, hier sieht's doch gut ja, aus. Ja, die Katze ist weg, das heißt, jetzt kommt was. Ich glaube, die Katze ist einfach nur ausgelaufen. Was, war die nicht noch 4 Minuten? Was? Wahrhaftig ein Geisterhaus. Nee, nicht der Mario-Geisterhaus. Nein, da will ich unheimliche Musik. Und seit es diesen Super Mario Maker gibt, kennst du dich wohl auch scheinbar voll aus dem Super Mario Universum, ne? Kann ich denn hinter seine Füße wissen? Naja. Ja, verschwinde nämlich in deinem Gemälde. Ja, wow. 100% hat sie wieder. Was? Dann die Bilder dann zerstören. Ich glaube, man kann sie verbrennen, oder? Keine Ahnung. Und dann kommt man schade. Man muss sie angreifen, wenn sie reinschlüpfen möchte. Ja, hier hält man auch schon die Bücher zerstören. Kann. Da ist es markiert. Also sie hat sich trotzdem geheilt. Ja, ja, die hatte diesen Sog dahin gemacht und dann... Ja, dann wollte sie reinschlüpfen. Ja, die wurde schon durch den Sog geheilt. Wisst ihr? Oh, was? Aber gut gemacht. Aber. Ja, zum Let's Play halt. Aber designtechnisch und spielerisch schon sehr schön. Ja, genau. Geralt, greif erstmal die an, die hinter dir steht, denn die Kamera nach vorne kommt. Alles nur wegen der Konsolen. Auf die Konsolen zu schimpfen. Du hast immer bemängelt, dass die Konsolen der letzten Generation, sprich PS3 und wie hieß die Xbox One, die andere, die davor 360. 360.
den PC in seiner Leistungszunahme ausgebremst hätten. Meine ich ja. Hat sich denn seitdem die neuen Konsolen erschienen sind, also was getan oder bremsen die jetzt auch noch? Naja, es gibt eine neue Unreal Engine. Ja. Die werden ewig nicht weiterentwickeln. Ja, wegen den Konsolen. Oh, was? Komm schon. Ich glaube, wir müssen ja, wenn das geht, wäre gut. Dann braucht schon noch nicht so viel Zielen. Ne? Ja. Ah, das ist hier nicht Iris, hoffe ich. Ist ja einfach nur eine namenlose Erscheinung. Ah, ich glaube schon, dass das Iris ist. Aber die wird noch umgänglicher. Sobald sie besiegt ist. Und dann haben wir Dominanz gezeigt. Und dann weiß die Erscheinung, wer hier der Mann im Haus ist. Der neue. Ja, dann bist du das neue Alpha-Männchen. Genau. Dann wird sie eine Unterwerfungsgeste vollziehen und sich auf den Rücken werfen. Ja. Und dann sind wir der neue Herrscher des Everix anwesend. Und sie wird uns einen Ring küssen. Wir tragen keine Ringe. Denn unser Hexer-Amulett. Küss mein Amulett. Ja. Niemals. So, jetzt wo wir wissen, was wir machen müssen. Ups. Oh, das... Oh. Es ist länger nicht abgestürzt. Patches scheinen... Ja. Sie sind wie Medizin. Und besser. Wenn man sie runterladen kann. Ja. Oh ja, komm. Was denn habe ich mit dieser Rolle da auf der... Reuseninsel. Ich würde halt einfach machen, was man befiehlt. Ja, er soll einfach die Zeichen immer in meine Pick in die Kamera machen. Ja. Ich bin bestimmt in Optionen so einstellen. Die war nicht mal zu sehen und er dreht sich um zu ihr. Ja, du hast ja auch nicht getroffen. Ich habe sie nicht getroffen. War einfach zu weit weg. Wow, das war gut. Ja, kannst du mal sehen, ey. Scheiße. Ja, das ist das eine ganz gute Idee gewesen. Ja, ja. Das ist nicht so konsolisch. Oh, was? Wie weit sie halt ihren Lebenssaugungsdings machen kann. Ja, aber das ist jetzt das letzte Mal, dass ich mache. Hoffentlich. Wir nehmen jetzt auch nochmal eine Schwalbe. Um mal sicher zu gehen. Die Schein aus dem Gemälde. Was sind die Mutter? Oder eher die Schwiegermutter. Stellt sich raus, das war ihre Originalerscheinung und keine Erscheinung. Ui, jetzt brennt sie aber ganz schön. Wir hätten Icken nicht so einsetzen sollen. Wir hatten bestimmt so irgendwie so einen Wahnsinnsanfall und haben als Igni gewirkt und es brennt alles her. Abgeschlossen. Schlafgemach. Hier sollte Iris sein. Oh, Tabakpfeife. Da liegt einer im Bett. Einer? Ja. Jemand. Iris? Ja. Also, das wissen wir ja noch gar nicht. Das ist ja nur gemutmaßt. Schönes Paar. Ich
glaube, wir müssen gleich ein Rätsel lösen. Irgendwas will sie und wir müssen den aussuchen, was. Ach, guck mal, das ist sie sogar. Die Erscheinung. Muss mal gucken, was hier in dieser Hockertruhe mitnehmen. Verzierte Robe. Leichte Rüstung. Naja, die sieht bestimmt noch nicht schlecht aus. Wow, die sieht genauso aus wie die, die wir anhatten, nur und ein bisschen röter. Ja, ich weiß auch nicht. Dafür, dass Olga diese Ophiri nicht mag, sieht er auch immer sehr morgenländisch aus. Vielleicht ist es bequem. Seine Kleidung. Vielleicht ist ja so eine Burka auch bequem. Na, wenn man nichts drunter trägt. Oh Gott. Was? Stell dir gerade vor, wie du mit so einer Burka rumläufst und nichts drunter trägst. Ja, wie ein Schotte. Als ob man nichts anhätte. Das muss sie sein. Mist. Du wolltest sie sehen. Da ist sie. Man sollte seine Wünsche vorsichtig formulieren. Das hilft gegen Enttäuschungen. Soll das ein Witz sein? Warum habt ihr nicht gesagt, dass sie tot ist? Du hast nicht gefragt. Ah, und wieso ist sie nicht begraben? Wir können das nicht. Und dem Pedell, den du besiegt hast, hat sie zu Lebzeiten befohlen, sich für immer von ihr fernzuhalten. Kann ich nachvollziehen. Ja. Je mehr ich erfahre, desto stärker wundert mich, dass ihr mir helft. Wir wurden herbeigerufen, um Iris von Everek zu dienen. Unsere Herrin ist tot, aber das entlässt uns nicht aus dem Dienst. Verstehe. Ihr wollt diesen Ort und diese Leichen verlassen. Überrascht? Nein, überhaupt nicht. Geht nach Kaer Morhen. Ja. Beste Alarmanlage oder Überwachungskamera, die ihr erzählen kann, was los ist. Wie ist sie gestorben? Wunden oder Kampfspuren sehe ich keine. Ihr Herz ist gebrochen. Das heißt, Herzinfarkt? Nein, es ist einfach geplatzt. Kaum zu glauben. Und doch genau das, was geschehen ist. Eines Tages schloss Iris die Vordertür ab, legte sich hierhin und starb an Trauer und Einsamkeit. Ihr Geist ist rastlos und zornig, greift Eindringlinge an. Warum? Herrin von Everek hat viel erduldet. Sie ist Gäste nicht gewöhnt und mag keine seltsamen Leute. Sie kann uns nicht hören. Ich muss wohl mit Iris Geist sprechen. Das wird nicht einfach. Unsere Herrin ist von Zorn und Bitterkeit erfüllt. Ich habe meine Methoden. Ich muss sie begraben. Aber der makabre kleine Friedhof des Pedells taugt nicht. Zu viel Blut, zu viel Angst. Sie war viel im Garten vor dem Haus. Dann vielleicht dort. Halt! Nimm den Schlüssel. Er passt zur Vordertür. Gutes Hundchen. Ja. Netter Wauwau. Ja, aber im Vorgarten hat der Pedell nicht gearbeitet. Nee, die Tür war ja zu. Oh. Ah, ich glaube, wir rasten ein bisschen. Ja, genau. Nicht, dass der andere Pedell kommt. Was? Ja, und die Zeit und die Schwalbe. Ja, weil da war ja für drei Leute gedeckt. Iris plus Pedell plus X. Sie hat auf Olgierd gewartet, deswegen ist ihr Herz gebrochen. Und ich glaube, hier oben bei der Bank sind. Ja, es ist doch angemalt, wo? Es gibt drei Orte, wir können uns einen aussuchen. Ich meine, die Bank ist sehr abgenutzt. Ja, stimmt. Sie hat gerne hier gesessen, aber als Grab taugt der Platz nicht. Bei der Bank begraben. Mir kommt dann so eine Schnapsidee. Ja, ich suche weiter. Ich hätte sie da begraben, wo man hinschaut von der Bank aus. Iris von Everek liebte Blumen. Sie würde sie nicht mal umknicken. Nein. Na gut. Ich hebe das Grab woanders aus. Hier unter dieser Eiche.
das eine Eiche? Ja. Dann weiß ich nicht. Naja, die Rinde passt. Ja, guck die Blätter an. Ja, könnte. Kommt hin, ja. Ja, zusammen mit der Eiche genug Beweise. Der Ort scheint zu passen. Ja, sie hat gerne gemalt. Hatte Iris von Everreck letzte Wünsche? Vielleicht, wie sie bestattet werden wollte? Sie hat den Tod gefürchtet, dass niemand zu ihrem Begräbnis kommt oder ein Abschiedswort sagt. Dann werde ich das wohl machen. Zum Glück sind auch Gäste in Form von Geisterwesen da. Da sind nur 3 Stück. Und den Pettel könnten wir auch holen. Und wie so eine Marionette am Baum aufhängen. Und der Pettel hat sich ja aufgelöst, oder? Nee, seine Leiche lag da noch. Ich glaube, nur seine Lebensenergie ist geplatzt. Also wie ihr Herz. Puff. Ja. Wir müssen 1 nehmen. Nee, wir machen 2. Ich kann nicht viel über Iris von Everreck sagen, aber ihre Bilder gefallen mir. Schade, dass sie aus ihrer Kunst nicht mehr Trost schöpfen konnte. Manchmal verwirrt das Schicksal unsere Wege und das Leben wird schwer zu ertragen. Doch im Tode verdient jeder Ruhe und Frieden. Ja, ich würde alles erstmal aufs Grab legen, oder? Oder 5 machen. Wir machen erstmal 3. Von Iris und Eugier das Bild. Ja. Ich weiß nicht, ob du mit einem Bildnis deines Mannes begraben werden willst. Aber ihr habt euer Leben geteilt, also möchtest du vielleicht auch im Tode mit ihm zusammen sein. Ihr beiden, habt ihr letzte Worte für eure Herrin? Wir beteiligen uns nicht an menschlichen Ritualen. Wir vertrauen darauf, dass du den Gebräuchen Genüge getan hast. Ja, sind halt... ja! Ne, sind halt einfach rational. Die Überreste sind beerdigt. Zeit, sie zu rufen. Geplagter Geist, ich habe deine Gebeine beerdigt. Lass ab von deinem Zorn und Kummer. Zeige dich. Verzeih, dass ich dich aus deinen Gefilden rufe. Ich muss dich fragen... Ich soll dir folgen. Also schön. Wo bin ich hier? In der gemalten Welt. Der Arbeit von Iris von Everreck. Wie seid ihr zwei hergekommen? Es gibt uns in beiden Welten. Seltsamer Ort. Geboren aus den Träumen von Iris von Everreck. Als sie noch lebte, existierte die Welt nur in ihrer Vorstellung. Danach gewann sie Substanz. Fantastische Geschichte. Schwer zu glauben. Das solltest du aber. Und gib gut Acht. Die gemalte Welt ist voller Gefahren. Na klasse. Ich dachte, das ist ja mal ganz schön,
Ja, so eine Welt gab es ja in Dark Souls auch. Die gemalte Welt von irgendwem. Ja. Auch ziemlich cool. Also gut, es ist wirklich hübsch hier, aber wo ist Iris? Du hast sie nur für einen Moment erweckt. Wenn du mit ihr sprechen willst, musst du sie ganz aus dem Schlummer reißen. Ja, aber wie? Du bist doch Spurenleser. Draußen hast du Spuren untersucht. Ja, und? Diese Welt besteht aus verschwommenen und verblassten Erinnerungen, die unsere Herrin vergessen möchte, aber nicht kann. Du musst sie finden und wiederherstellen. Rufe die Ängste herbei, die Iris plagen, und zerstöre sie. Klingt einfach. Ja. Das klingt nach viel Arbeit. Das klingt nach vielen kleinen Minibossen. Das meinte ich damit. Ach, hier ist er von Olgierd und seiner Frau. Warum bewegen sie sich nicht? Das ist eine Erinnerung. Unvollständig und verschwommen. Du musst genau hinsehen und sie wiederherstellen. Na, links konnten wir mit irgendwas interagieren. Ja. Geschirr für den Nachmittagstee oder fürs Frühstück. Farbpalette. Na, wer hat die wohl in der Hand? Was haben wir hier? Der Geist aus der Steppe. Oft gelesen, ganz abgegriffen. Also, die kriegt Olgierd in die Hand. Das Buch. Ja. Passt perfekt. So, die Kanne würde ich einfach auf den Tisch stellen. Ja, ja. Iris hat das Anwesen gemalt. Das stimmt wohl nicht. Hass. Dann kommt da die Malerpalette hin. Passt perfekt. Ja. Die Teekanne kommt nirgendwo hin. Wir sollten einen Hund besorgen. Oder besser einen Hund und eine Katze. Wenn der Regen kommt, wärmt der Hund mir die Füße. Und die Katze spielt am Kamin mit einem Wollknäuel. Was meinst du? Hörst du überhaupt zu? Entschuldige, Liebes. Ich habe gelesen. Ist das Buch denn so fesselnd? Ja, sehr. Weißt du was? Lass uns reingehen. Warum? Es ist doch so schön hier. Die Vögel singen, die Bienen summen. Paradiesisch. Tut mir leid, Liebes. Ich fühle mich nicht so. Ich gehe rein. Bleib du nur. Bienen. Oh je. Das ist ihre größte Angst. Aha, das war einfach. Ja. Durch schnelle Reaktion und schnelles Denken wurde die Gefahr gebannt. Der Bienen. Also, interessant sah Olgierd noch nicht so mitgenommen aus. Also, keine Narben. Ja, es ist... Vielleicht hat er hier... Was ich viel besser fand, dass in dem Buch so Tabellen waren. Sah aus wie so ein... Tabellen? Ja. Was ja. ist das? Noch eine Erinnerung? Nein, ein Albtraum. Eine verkörperte Angst, die du früher oder später konfrontieren musst. Na, hoffentlich erst später als früher. Warum? Na, ich weiß nicht, das Ding sah ja schon ziemlich... widerlich aus. Ja, aber das ist ja nichts, was man nicht mit ordentlichen Schwerthieben... Oi, oi, oi. Ja, die machen uns gut Schaden.
nicht die Blumen kaputt machen. Ja, solange wir nicht die Post lesen. Niemand fuscht an der Post herum. Das werde ich, glaube ich, an meinem Lebtag nicht vergessen. Erscheinung. Krabbelt das Ding weg? Auf allen Vieren? Ich glaube, es ist nur nicht... Was? Ist eine Spinne? Achso. Sind wohl auch Altbäume. Ja, die Diebe hat wohl Angst vor Spinnen. Wer nicht? Ja, dann... Ja, ich finde die Kleinen ja schon eklig. Ja, eklig sind die halt. Ja, keine Säugetiere. Alles, was keine Säugetiere ist, ist eklig. Vor allem Vögel. Nein, was? Vögel sind doch nicht eklig. Doch, die riechen ganz gut. Ja, wann riechst denn du mal an Vögeln? Ja, aber halt so Vögel, die riechen halt ganz... Ja, weil die sind so Säugetiere, weißt du, die riechen einfach... Muffig. Normal. Ja, oder stinken ganz abscheulich. Ja. Warst du mal im Zoo? Nee, gut. Ja, nicht die Tiere an sich stinken. Die riechen halt normal, wenn das sind so Vögel. Ja, ich weiß, wenn du so eine Katze nimmst und dran riechst, riecht halt muffig wie so ein alter Sessel. Ja. Ja, es ist nicht schlecht, das stimmt. Fische sind ja jetzt auch nicht so schlecht. Zumindest wenn es Fische sind, die so... in den obersten 3 Metern des Meeres leben. Ja, zumindest kann man die nicht riechen. No. Nein, zumindest nicht, wenn sie im Wasser sind. Kaputte Dekoration für einen besonderen Anlass. Ah, wir müssen die gesamte Dekoration jetzt schon suchen. Also können wir jetzt schon finden. Ja, ist doch schön. Ja. Ich nehme an, die wird sich noch ein bisschen in den Ort auch rumgruppiert. Ja, vermutlich. Wobei die Kanne jetzt gar nicht kommt. Das stimmt. Gott, da müssen wir übersehen bestimmt irgendwas. Das ist immer die größte Angst bei so Sachen. Dass man halt eins übersieht und dann ewig danach sucht. Besonders toll ist, wenn man sich denkt, ich habe keinen Bock mehr, dann ausmacht, es aber irgendwie nicht gespeichert hat. Und man dann nochmal alles suchen muss und dann das findet, was man das letzte Mal nicht hatte, aber da ein anderes halt sucht, weil man das irgendwie so durch Zufall nur... Ja, das ist schon ein sehr spezielles Problem. Ja. Glaube ich. Das ist so eine diffuse Angst, die mir innewohnt. Aber in irgendeinem Spiel war das. Ich weiß gar nicht welches. Ach, das ist ja ein Herr. Weg mit dir. So, ich hoffe, die spawnen nicht neu, aber das ist ein gutes Spiel, deswegen spawnt das nicht neu. Nein, zumindest nicht so schnell, hoffe ich. Und wir machen in der nächsten Folge weiter. Wir gehen erstmal hier aus dem Gift raus und dann werden wir ein bisschen rasten. So, wieder den Schwalbe haben. Genau, das Rauchfass. Weiß ich nicht, warum wir das alles mit uns rumschleifen. Ah, damit es gut riecht. Ja. Bis zur nächsten Folge. Bis dahin.